Liebe Zuschauer, das war eine ziemlich heftige Börsenwoche. Franziska, wir haben uns zum Teil die Augen gerieben, wenn wir da oben vom Balkon runtergeguckt haben auf die DAX-Tafel. Da standen so Geschichten wie minus 3,7%, einmal fast minus 5%. Die Corona-Ängste, sie waren zurück. Erst sah es aus nach, vielleicht kriegen wir einen Lockdown. Mittlerweile wissen wir, ja, bekommen wir. Und für den DAX ging es abwärts. Wir bekommen einen Lockdown. Wir nennen ihn Lockdown Light. Und die Sorge davor, dass es eben kein Lockdown Light ist und man eben nicht abschätzen konnte, wie die wirtschaftlichen Aussichten dann sind und wie die Folgen sind, die haben den Markt eben innerhalb dieser Woche massiv belastet. Man könnte das jetzt alles ein bisschen scherzhaft nehmen und sagen, Halloween war schon innerhalb dieser Woche. Wir haben viele Totenmasken sozusagen hier gesehen, viel Schwarz gesehen. Aber natürlich ist es kein Grund, um Späßchen zu machen, sondern das ist natürlich eine ernste Angelegenheit. Und das, was wir hier innerhalb dieser Woche gesehen haben, das ist doch sehr ordentlich gewesen, wenn es darum geht, was nach unten es angeht. Denn der DAX zwischenzeitlich dann auf dem tiefsten Stand seit Ende Mai diesen Jahres, also die erste Corona-Welle sozusagen auf diesem Niveau. Und wir haben auf Wochensicht gesehen, um die 8% verloren. Und eigentlich heißt es ja, der Börsenmonat Oktober ein guter Börsenmonat, aber nicht dieses Jahr. Dieses Jahr scheint alles etwas anders zu sein, denn auch auf Monatssicht gesehen der DAX mit rund 8% im negativen Bereich. Corona hat uns also auch hier an der Börse, wenn auch nicht physisch, aber doch richtig kräftig weiter im Griff und ist das große Schreckensszenario schlechthin. Ja, und es ist auch total faszinierend, weil ich habe auch in dieser Woche mich ja mit vielen Analysten und Experten unterhalten, denn eben diese Frage, inwieweit was eingepreist ist, kann man vorher natürlich auch schwierig beantworten, denn tatsächlich hatte sich der Lockdown ja mehr oder weniger angekündigt, aber trotzdem haben wir an der Marktreaktion gesehen, wirklich eingepreist war der noch nicht. Spannend, für die Aktienmärkte ging es runter, zumindest bei uns. In den USA ist noch ein anderes Thema, natürlich vor der Wahl, also es gibt Zerre ums Konjunkturpaket, aber interessant auch bei anderen Assetklassen, bei anderen Geschichten, war dann das Gegenteil der Fall. Bitcoin richtig abgehoben, also konnte man wirklich so ein bisschen das Gefühl haben und manche haben auch gesagt, okay, die Leute gehen nicht mehr automatisch, wenn sie Schiss haben, aus den Aktienmärkten ins Gold, sondern gerade jüngere Investoren dann vielleicht aus den Aktienmärkten in den Bitcoin. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Bitcoin in dieser Woche deutlich aufgewertet, zwischenzeitlich so hoch wie seit, lass mich gucken, seit Januar 2018 nicht mehr. Also das war, wie gesagt, an den Aktienmärkten einmal durchgeschüttelt. Obwohl es zwischenzeitlich ja dann auch mal Hoffnung gab auf wieder mal Impfstoffgeschichten, dass die, in dem Fall der Impfstoff, den BioNTech gemeinsam mit Pfizer an den Start bringen will, dass die bei positiven Studienergebnissen schon für Ende November den Zulassungsantrag einreichen wollen. Wobei, Zulassungsantrag einreichen und dann tatsächlich impfen und dann auch alle impfen, auch das ist nach wie vor ein weiter Weg. Die EZB natürlich innerhalb dieser Woche auch im Fokus. Und wenn jetzt alles schon so schwarz gemalt wird, hat man da natürlich so ein bisschen drauf gesetzt. Die EZB reißt es jetzt mit einer weiteren Lockerung der eh schon sehr expansiven Geldpolitik raus. Jein, muss man sagen, denn bei dieser Sitzung haben sie eigentlich die Füße stillgehalten. Man muss vielleicht auch fairerweise dazu sagen, dass sich das alles so zeitlich ein bisschen überschnitten hat. Lockdown in Frankreich, dann Lockdown Light und dann direkt am nächsten Tag die EZB-Sitzung konnte man nicht so reagieren. Man hat aber reagiert und hat schon auch so ein bisschen besänftigt. Das hat man dann auch am Markt durchaus gemerkt mit dem Start der Pressekonferenz, als Lagarde sich dann gemeldet hat und gesagt hat, also die EZB, sie steht bereit und Maßnahmen ja, mit Blick auf dann eben die Dezember-Sitzung. Also dort wird man mit Sicherheit dann auch noch einmal stützend eingreifen, damit eben die wirtschaftlichen Folgen nicht ganz so verheerend dann ausschauen, wie vielleicht noch vermutet. Da guckt man natürlich auch ganz besonders hin, denn was die Märkte zwischenzeitlich, also nach dem Frühjahrslockdown und als wir dann im Sommer eine wahre Rallye gesehen haben, was die Märkte da angetrieben hatte, das waren ja vor allem die dicken Konjunkturpakete, die Maßnahmen der Notenbanken, der Regierungen. Und da ist man jetzt natürlich sehr gespannt, was kommt jetzt bei diesem erneuten Lockdown noch rum, was macht die EZB. Dementsprechend sind wir da natürlich dann auch gespannt. Erstmal Füße stillgehalten, aber du hast schon gesagt, im Dezember schauen wir dann weiter. Worauf man auch geguckt hat, die Berichtssaison ist weitergegangen. Aber um ehrlich zu sein, ja, sie ist weitergegangen und ja, wir schauen natürlich drauf. Aber hat der Markt das eigentlich so richtig wahrgenommen?
lassen wir mal so. Sagen wir mal unterschiedlich. Also natürlich Einzelne, da kommen wir gleich noch drauf, Einzelne sind zum Teil richtig abgestraft worden, wenn sie die Erwartungen nicht getroffen haben. Aber in der Summe hat man ja zuletzt auch immer wieder auf die Tech-Werte geguckt. Gerade in den USA, wenn die Standardwerte unter Druck gekommen sind, war es ganz oft so, die Tech-Werte Nasdaq sind trotzdem gestiegen. Genau, an der Nasdaq und auch bei den Einzelwerten haben wir es auch zum Teil deutlich festgestellt. So nach dem Motto, okay, durch Corona ist die Digitalisierung vorangetrieben worden. Davon sind diese entsprechenden Unternehmen Profiteure. Das heißt, da kann man jetzt nichts falsch machen. Hatte man eine Zeit lang den Eindruck. Stimmte dann so nicht. Die Rallye kam dann auch zwischenzeitlich zum Erliegen, wobei auf einem ziemlich hohen Niveau. Aber wenn die Erwartungen dann schon so hoch sind, kann man natürlich auch enttäuschen, weil die Zahlen, die jetzt von den Tech-Giganten vorgelegt wurden, kann man jetzt nicht sagen, dass die schlecht waren, aber die Aktien wurden zum Teil richtig geprügelt. Die Aktien wurden zum Teil richtig geprügelt und da unter anderem schaut man natürlich auf Amazon. Ganz klar, der Online-Shopping-Boom ist natürlich ein Riesenthema. Cloud-Geschäft kommt dann auch noch hinzu und die Erwartung, die hat Amazon sogar übertroffen. Der Umsatz im dritten Quartal plus 37%, Gewinn verdreifacht, Cloud-Geschäft floriert und der Ausblick, der hört sich eigentlich auch richtig gut an, denn man rechnet mit einem beispiellosen Weihnachtsgeschäft. Die Aktie, die hat dann auch zunächst erstmal zugelegt, aber ist dann doch deutlich ins Minus abgerutscht und die Kursreaktionen, so werten das und schätzen das die Experten ein, die hat mit den Zahlen jetzt erst einmal gar nicht so viel zu tun, sondern vielmehr mit der Nervosität, wie es denn allgemein rund um das Thema Corona weitergeht und wie man dann eben darauf reagieren kann. Apple, aber die hat es richtig erwischt. Die hat's, was war da los? Richtig erwischt. Die haben auch am Donnerstag nach Börsenschluss ihre Zahlen präsentiert. Umsatz- und Gewinnerwartungen für das vierte Quartal hat der Konzern übertroffen. Der Umsatz lag bei 64,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie bei 73 Cent. Positiv auf jeden Fall die Umsätze bei den Macs und bei den iPads. Dank in Anführungszeichen Homeschooling und auch Homeoffice. Dadurch, dass die Präsentation vom iPhone 12 aber später kam, ist das natürlich mit dem Weihnachtsgeschäft nicht so richtig gelaufen. Und hinzu, kommt ein fehlender Ausblick. Apple wagt keinen Ausblick aufgrund der Corona-Situation und das hat für ordentlich Irritation gesorgt. Tech-Werte in den USA, ein Riesenthema. Im DAX so ein bisschen mau, aber ein Tech-Wert haben wir. Ja, und SAP. Und da hat man die Markterwartungen mehr als nur ein bisschen verfehlt. Für die Aktie ging es richtig runter. Über 20% nach Zahlenveröffentlichung, beziehungsweise die kamen am Wochenende, die kamen am Sonntag. Das heißt, als dann gehandelt wurde am Montag, ist die Aktie gefallen wie ein Stein. Das war jetzt schön. Ich habe meine Zettel gerade. Ich glaube, man hat es gar nicht gesehen. Es war gar nicht im Bild. Aber ja, mir sind gerade meine 100 Zettel hier, meine Spickzettel. Ich schon so. Also gefallen. Ich sage, SAP fiel wie ein Stein, weil man hat die Zahlen veröffentlicht und da hat man festgestellt, Corona macht eben auch vor solchen Aktien, vor solchen Unternehmen nicht Halt, auch im Softwarebereich, weil man natürlich gerade bei der Cloud auch noch viel erstmal investieren muss. Also es bringt jetzt noch nicht sofort was. Und das andere ist, man hat daraufhin eben seinen Ausblick reduziert, sowohl den fürs laufende Jahr als auch den mittelfristigen. Und das ist was, was ein ohnehin nervöser Markt jetzt gerade nicht unbedingt hören möchte. Da machen Anleger im Moment wirklich kurzen Prozess. Und wie gesagt, bei der DAX-Aktie 20%. Größter Kurssturz seit 1999, aber hochinteressant. Der Aufsichtsratsvorsitzende und eben auch Mitbegründer, der Hasso Plattner, der hat ein Zeichen gesetzt am nächsten Tag und hat mal eben in dieses doch sehr niedrige Kurs Niveau von SAP reingekauft und zwar für 250 Millionen Euro. Ja, muss man erstmal haben, ne? Ja, muss man haben. Deutsche Bank, auch ein Unternehmen. Soll und haben, ein schönes Stichwort. Soll und haben. Dank Zuwächse im Investmentbanking hat man im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgefunden, hat damit tatsächlich ein bisschen überraschen können, positiv, dass man wieder schwarze Zahlen, das ist irgendwie unsere Farbe jetzt. Ja, ich weiß, schwarz ist keine Farbe, aber unser Motto. So, vor Steuern hat das größte deutsche Geldhaus 482 Millionen Euro verdient, nach einem Verlust von immerhin 687 Millionen im Vorjahr. Und netto stand auch ein Gewinn eben von 182 Millionen Euro zu Buche. Die Analysten hatten mit weniger gerechnet, gut gelaufenes Kapitalmarktgeschäft. Und wir hatten da ja schon so eine Idee, denn in den USA als auch eben anderen europäischen Großbanken, auch den aus der Schweiz, ist es ja gut gelaufen und die Deutsche Bank konnte sich da tatsächlich auch irgendwie eine Scheibe von abschneiden und hat mitgemacht. Wir haben ja eben schon von den
Corona, das ist einfach das dominierende Thema, nicht nur auf der Straße draußen, sondern eben auch hier bei uns drinnen gesprochen. Es gibt aber natürlich auch die Profiteure. Delivery Hero ist in den DAX aufgenommen worden innerhalb des Jahres, weil die Performance so gigantisch war, weil man liefert Essen. Liefert man weiter Essen? Man liefert weiter Essen und je mehr Lockdown, desto mehr Essen liefert man vermutlich. Also man will niemandem was Böses unterstellen, aber vielleicht hat man sich angesichts der Nachrichten dabei gedacht, oh Lockdown, juhu. Man weiß es nicht, aber man hätte zumindest Grund dafür. Denn klar, wenn die Leute zu Hause bleiben müssen, Restaurants geschlossen haben, klar. Das ist ja nicht nur bei uns so. Delivery Hero ist ja in diversen Märkten tätig und da hat man jetzt eben dank des Booms in der Corona-Krise seinen Umsatz erneut fast verdoppelt. Umsatz, muss man jetzt deutlich sagen. Im dritten Quartal kletterten die Erlöse um 99% auf 776 Millionen Euro. Also ein neuer Rekord in Bezug hier auf Umsatzwachstum und Bestellwachstum. Aber, großes Aber, also man geht jetzt mal davon aus, der nächste Lockdown wird jetzt vielleicht dann auch die nächsten Zahlen beflügeln können. Die Frage ist ja mal, was bleibt hängen? Und da ist man nach wie vor im Verlustbereich. Also und, keine schwarzen Zahlen. Du kriegst den Bogen sehr schön. Ja, und dass man operativ Verluste schreiben wird, so hieß es, daran lassen die im Moment eigentlich keinen Zweifel. Also man wird dann sehen, was es letztlich aufs Jahr gerechnet dann auch bringt. Aber von dem Umsatz muss halt auch erstmal was hängen bleiben. Wobei, ja, schauen wir mal, wie sich es jetzt in der Corona-Krise entwickelt. Aber die Zahlen, die man jetzt vorgelegt hat, kamen auf jeden Fall extrem gut an und machten dem Ruf als Corona-Krisenprofiteur in dem Fall dann auch wieder alle Ehre. BASF ist auch ein DAX-Unternehmen, was Zahlen präsentiert hat. Und trotz der steigenden Infektionszahlen und Sorgen eben vor einem weiteren Lockdown hat man seine Jahresziele bekräftigt. Vorerst heißt es denn ja, man muss jetzt natürlich erstmal schauen, wie Lockdown Light sich tatsächlich dann eben bemerkbar macht. Und die Kunden, die sind durchaus vorsichtig. Und zudem warnte der Vorstandsvorsitzende Bruder Müller vor einer möglichen Kürzung der Dividende. Das kommt nie gut an. Dividende ist des Anlegers Liebling. Und das hört man natürlich gar nicht gerne, dementsprechend, du lachst. Ich weiß gerade lustig, wie wir gerade so synchron geheult haben. Ja, die Anleger vermutlich auch. Ne? Demnach ist das natürlich nicht so richtig gut angekommen, auch wenn eigentlich das mit den Zahlen gar nicht so dramatisch waren. Zahlen? Microsoft. Die hätten wir fast vergessen bei den US-Tags, das war quasi schon früher in der Woche. Da hat das boomende Cloud-Geschäft den Software-Riesen auf Erfolgskurs gehalten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr nahm der Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30% zu. Und man hat die Erwartungen der Analysten getroffen. Das ist in diesen, oder übertroffen, das ist in diesen Tagen ja besonders wichtig und deutlich übertroffen. Das heißt, erstmal gab es da auch dementsprechend Kursaufschläge für die Aktien. Ich habe einen guten Übergang. Wir bleiben in den USA. War gar nicht so schlecht, dass wir Microsoft hinten dran gehangen haben. Denn nächste Woche ist die Woche der Wochen. Nein, es geht nicht um das US-Konjunkturpaket. Es geht um die US-Präsidentschaftswahl. Endlich kommt sie. Sie wird kommen. Am 3. November wird in den USA gewählt. Dienstag mit den Ergebnissen ist dann also Mittwoch am 4. November zu rechnen. Und somit schon ein kleiner Programmhinweis. Der Aktionär TV wird von 8 bis 9 Uhr, 9.15 Uhr, bis wir dann auch einen ersten DAX-Kurs haben, tatsächlich live davon berichten, wie die, so wir Ergebnisse haben, ausfallen, wie sich das bei Märkten, bei den Märkten weltweit bemerkbar macht und wie es dann eben hier auch losgeht. Das bei der Live-Berichterstattung, aber im Laufe des Tages werden wir dann natürlich auch diverse Interviews dann mit Experten in verschiedenen Bereichen, also sowohl Devisen als auch die verschiedenen Börsen und Indizes dann natürlich befragen. Und dementsprechend eigentlich die ganze Woche. Also ist aber an dem Tag so richtig geballt natürlich. Richtig geballt. Also wenn man US-Wahl börsentechnisch aufgearbeitet werden möchte und sehen möchte und das bekommen möchte, dann der Aktionär TV einschalten. Sowieso immer. So. Also Präsidentschaftswahl. Also nächste Woche ist eine Hammerwoche, weil neben der Präsidentschaftswahl haben wir eben auch noch Fed-Sitzung. Fed-Sitzung und dann natürlich auch noch die US-Arbeitsmarktdaten, also nächste Woche geballtes US-Blicken. Eigentlich können wir nachts wach bleiben, um das alles uns anzuschauen. Und damit, ich meine, ich habe ja mehrere Tafeln hier vorbereitet. Super. Berichtssaison geht natürlich auch weiter. Man merkt es in den USA langsam nicht mehr so viel, aber bei uns dafür so bei richtig. Bei uns ist nochmal ordentlich Alarm angesagt, was Zahlen angeht. Bayer, Vonovia, BMW, Heidelberg Zement, Munich Re, Linde, Allianz. Damit habe ich die DAX-Werte genannt, aber es kommt natürlich auch aus der zweiten Reihe noch ein bisschen was.
HelloFresh, auch ein Krisenprofiteur. Deswegen, genau, habe ich Zalando, ein Krisenprofiteur. Und dann haben wir ja auch noch die Commerzbank und die Lufthansa. Was war das ein gerade für eine nonverbale Kommunikation? Ein Krisenverlierer. Also bei der Lufthansa mit Sicherheit auch der Blick auf den Ausblick nicht uninteressant. Also Zahlen, zum Teil haben wir in der Woche schon gemerkt, treten manchmal fast ein bisschen zurück, weil es gibt da doch ein paar andere Themen im Moment und die bestimmen dann natürlich auch, wie die nächste Berichtssaison ausfällt. Wir sind gespannt und sagen in diesem Sinne erstmal schönes Wochenende und bis nächste Woche. Und bleiben Sie alle gesund. Ja.